Der Transportinkubator für Früh- und Neugeborene der Klinik am Eichert und des Göppinger DRK. Er kommt nur im äußersten Notfall zum Einsatz. In ihm werden die kleinen Patienten von einer Klinik in eine andere transportiert, immer an den Ort mit dem besten Spezialisten. Ja, der ist schon mal nach Mannheim geflogen, der fährt nach Nürtingen, früher nach Geislingen, als wir dort noch Kinder abgeholt haben. Das heißt, dieser Transportinkubator wird verwendet, um Kinder aus Geburtskliniken letztendlich zu uns zu holen, wenn die dort Probleme haben. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein schwerstkrankes Herzkind habe oder ein Kind, was einer neurochirurgischen Therapie unterzogen werden muss, also von uns verlegt werden muss, dafür wird dann dieser Transportinkubator auch verwendet. Und dafür ist er extrem wichtig, weil ich muss ja diese Kinder im Zweifel holen können und eben auch verlegen können. Und das ist mit der noch recht neuen Errungenschaft auch problemlos möglich. Er wurde erst vor rund einem Jahr in Betrieb genommen und hat vieles vereinfacht. Vor allem der einfache Übergang zwischen normaler Liege und dem Rettungswagen erspart viel Zeit. Der Vorteil ist halt, dass wir sehr schnelle Einsatzzeiten haben. Wir brauchen das Gerät nur zu nehmen, sozusagen von der Intensivstation an die Rampe fahren, und dann wird das so, wie es ist, in den Wagen reingefahren und dann können wir losfahren. Und das ist der Vorteil gegenüber früher. Also schneller kann der Einsatz im Prinzip auch nicht gehen, selbst wenn ich da ein eigenes Auto stehen hätte. 40 Mal musste der Transportinkubator bisher ausrücken. 35.000 Euro hat die Neuanschaffung gekostet. 20.000 hat die Klinik, 15.000 das Göppinger DRK übernommen. Und auch die Besatzung des Rettungswagens besteht aus Mitarbeitern der Klinik und des Deutschen Roten Kreuzes. Also wir haben immer zwei Rettungsassistenten dabei. Die sind im Prinzip für das Fahrzeug zuständig und für die Technik des Autos. Und von uns fährt immer ein Arzt mit, der in der Versorgung von Neugeborenen geschult ist, und eine Intensivschwester, die genauso geschult ist, sodass wir ein funktionsfähiges Team vor Ort haben, die auch viel Erfahrung haben in der Versorgung von Neugeborenen. Also die fahren dann mit. Mit an Bord ist auch eine Menge Hightech. So wird das Früh- oder Neugeborene konstant warm gehalten und wenn nötig beatmet oder mit Medikamenten versorgt. Auch wenn der Transportinkubator viel Geld gekostet hat und noch mehr kann, am besten ist es trotzdem, wenn er gar nicht erst gebraucht wird.